Die Elbe, Hamburgs Tor zur Welt und seit jeher Lebensader der Stadt. Was wäre Hamburg ohne Elbe? Genau diese Frage habe ich mir kürzlich selbst gestellt und daraus ist eine Idee geworden. Nachdem ich letztes Jahr am Ende der Elbe war, könnte man doch diesmal zum Ursprung reisen. Und genau das machen wir jetzt. Die Quelle liegt im Norden Tschechiens. Unser Ziel erreichen wir über ein, zwei Zwischenstationen. Erster Zwischenstopp ist Magdeburg. Neben dem Dom, einem der ersten gotischen Bauten, findet man hier auch die grüne Zitadelle. Das letzte Architekturprojekt von Hundertwasser. Und das ist wirklich sehenswert. Mal ein paar Fakten. Magdeburg gehört zu den drei Großstädten an der Elbe. Mit insgesamt ungefähr 1094 Kilometern gehört die Elbe zu den längsten Flüssen Europas. Sie fließt durch zwei Länder, fast 50 Städte und Ortschaften und im Einzugsgebiet leben ungefähr 24,5 Millionen Menschen. Für Arbeit, Transport und Nahrung war die Elbe früher wohl noch ein wenig wichtiger als heute, aber ohne Elbe geht auch heute nichts. Hier in Dresden steht mit der Frauenkirche wohl das Symbol schlechthin dafür, dass die Elbe auch Zerstörung und Tod bringen kann. Hochwasser, weil die Nordsee drückt, es stark regnet oder das Eis in den Bergen schmilzt. So manch ein Feind kam zum Plündern über die Elbe. Und dass die schlechte Wasserqualität durch die starke industrielle Nutzung nicht gut ist, brauche ich auch niemandem zu erklären. Wir machen einen Sprung ins Riesengebirge und wer sich für meinen Weg dorthin interessiert, der wird auf meinem anderen Kanal versorgt. Unser Wort Elbe hat viele Ursprünge und Vorgänger. Aber im Grunde bedeuten sie alle das Gleiche. Fluss. Was dazu passt, dass hier in Mitteleuropa dies nun mal der dominierende Fluss ist. Wir sind am Ziel. Hier im Riesengebirge in knapp 1400 Metern über Normalnull liegt die Quelle der Elbe. Und dieses Wasserloch hier ist natürlich nur symbolisch. Hier laufen mehrere kleinere Quellen zusammen, wie man hier sehen kann. Aber alle diese Quellen entspringen im Umkreis weniger Meter. Da ist zum Beispiel eine davon. Schön, das Ganze mal mit eigenen Augen zu sehen. Hier haben wir eine schöne Übersicht. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, dann haben wir hier 28 Stadtwappen von Städten, die an der Elbe liegen. Wir sehen hier auch die Zuflüsse in die Elbe. Richtig toll. Guck mal da. Kennt man, ne? Vor einem Jahr war ich am Ende der Elbe. Ich stand auf dem Trischendamm und konnte Cuxhaven auf der anderen Uferseite in etwa 17 Kilometer Entfernung nicht sehen, weil die Elbe so breit war. Und heute fließt sie zwischen meinen Beinen. Zur Feier des Tages gönne ich mir gleich mal einen kleinen Schluck aus der Elbe. Ich glaube, das wird ein sehr kleiner Schluck. Prost! Nur etwas für Liebhaber. Ein Stück weiter runter soll es auch noch einen Wasserfall geben. 40 Meter, die Elbe. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Wasserfall von oben. Der absolute Wahnsinn. Richtig schön. Bekanntermaßen liegt Tschechien nicht am Meer. Die Elbe ist also Tschechiens Zugang zum Meer. Allzu verständlich also nur, dass man hier die Elbe möglichst schiffbar halten möchte und im besten Fall sogar ausbaut. Eine Sache habe ich noch. Diesen Damm hier. Kurz hinter der Ortschaft Spindlermühle wird die Elbe zum ersten Mal gestaut. Hier startet wohl auch ein guter Fahrradweg, der entlang der Elbe bis nach Cuxhaven führt. Jetzt wissen wir also, wo die Elbe herkommt. Das war's auch wieder für heute und ich reise jetzt noch ein paar Tage durch Tschechien. Die erste Folge sollte auch schon online sein. Wer also sehen will, wie ich mich über den Berg quäle, der sollte das nicht verpassen. Und tschüss.